Ja, einen wunderschönen Abend möchte ich Ihnen auch wünschen. Ich freue mich, dass so viele hier sind. Das zeigt auch, dass Hering eine politische Stadt mit sehr großen Anteil nimmt an dem, was hier passiert. Und man merkt das auch in den Stadtverordnetenversammlungen, die ich mir manchmal etwas anders vorstellen würde. Wir uns auch als Journalisten. Ja. Ja, mein Antrieb ist, obwohl ich ja gesagt habe, ich wollte eigentlich in Pension gehen, weiterzumachen, weil ich die Dinge, die ich angefangen habe, zu Ende bringen möchte. Und ich glaube, das entspricht auch einem guten Stück weit meinem Charakter, dass man eben nichts liegen lässt. Und deshalb bitte ich auch unbedingt um Ihr Vertrauen, mir diese Möglichkeit zu lassen. Es sind noch einige große Baumaßnahmen, das ist die Wölfershäuserstraße, das ist der Liebenhain, das ist die Hauptstraße und der Leimpacher Weg. Das ist aber noch nicht das Schwierige. Ich denke, die Innenstadtentwicklung ist ein weiterer schwerwiegender Punkt, den wir unbedingt angehen müssen. Aber was am allerschwierigsten ist, das ist die Wasserversorgung hier im Werratal. Und dem möchte ich mich natürlich in den nächsten Jahren ganz besonders widmen. Das ist ein riesiges Problem, das wir jetzt dringend angehen müssen und das natürlich auch noch einige Anstrengungen erfordert. Und das möchte ich weiterhin mit Sachverstand und Energie tun. Danke. Gut. Das ist Ihr Applaus, meine Damen, meine Herren. Ich weiß nicht, ob unbedingt schön ist. Wir hören es auch mal. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich biete mich nochmal als Bürgermeister an, weil ich denke, dass ich auch in großem Abstand und aufgrund, dass ich jetzt seit 1989 Politik mache, auch die größte Erfahrung habe. Nicht nur was den Haushalt angeht, sondern insbesondere was auch unsere Infrastruktur angeht und auch über das, was hier eigentlich noch gemacht wird. Ich glaube, aus dem Wissen sollte man schöpfen und ich gehe auch mal davon aus, dass man ihnen zutraut, dass wir auch das entsprechende Durchsetzungsvermögen haben, um auch die schwierigen Passagen, die wir noch vor uns haben, hinzubekommen. Ich möchte mich bei Ihnen ausdrücklich schon einmal für die hervorragende Zusammenarbeit und für das gute Mitziehen bei all den Baumaßnahmen bedanken. Das war nicht selbstverständlich. Wir hatten im Parlament Ärger, aber mit den Bürgerinnen und Bürgern nicht. Und das war schön. Und deshalb hat unsere Stadt auch so wunderbar ihr Gesicht verändert. Herzlichen Dank.